Mit Ali Ubayi hat der SK Rapid Wien endlich seinen lang ersehnten neuen Stürmer verpflichten können. Der 21-jährige Senegalese kam für kolportierte 1,9 Millionen Euro vom schwedischen Club Djurgården nach Hütteldorf und soll für die nötigen Tore sorgen. Wie das gelingen soll, verrät der Angreifer auf rapid.tv. Ich bin ein Kämpfer. Wenn ich auf dem Platz bin, versuche ich immer das Beste zu geben und meinen Teamkameraden zu helfen. Baji ist sich aber natürlich auch bewusst, dass von einem Stürmer in erster Linie Tore verlangt werden. Natürlich kann ich auch Tore schießen, schiebt er lächelnd nach. In Schweden und im Senegal habe ich immer auf tiefe Pässe gelauert und versucht, hinter die Verteidiger zu kommen, um so zum Abschluss zu kommen. Rapid Baji kein reiner Stoßstürmer. Als reinen Stoßstürmer würde er sich aber selbst nicht beschreiben. Wenn sich keine Möglichkeit auf ein Tor für mich ergibt, kann ich aus dieser Position auch gut Chancen kreieren. Die dafür nötige Übersicht hat Baji noch aus Jugendtagen. Ich bin gut mit dem Ball, ich habe früher auch auf der Spielmacherposition gespielt, gibt er sich selbstbewusst. Baji Berik. Der Senegalese reiht sich in eine lange Liste von Stürmer-Transfers der Hütteldorfer ein. Sox zeigt euch die teuersten Angreiferverpflichtungen der Geschichte. Deni Alla. Im Sommer 2018 holte Rapid Deni Alla von Sturm Graz zurück. Kostenpunkt 600.000 Euro. Die Ausbeute in der laufenden Saison. 3 Tore in 16 Ligaspielen. Im Sommer 2016 kam der Georgier Georgi Kvileteja für kolportierte 700.000 Euro von Dynamo Tiflis nach Hütteldorf. Mittlerweile kickt der Mittelstürmer für Kajent in Belgien. Angelo Fier wechselte im Sommer 1998 von FC Gütersloh zu den Wienern. 720.00 Euro bezahlte Rapid für den Deutschen. In 30 Spielen für Rapid traf Fier lediglich 5 Mal. Der Slowake Marek Pengsa wechselte im Sommer 1996 für kolportierte 730.000 Euro vom GAK zu Rapid. 3 Jahre später zog Pengsa zum DSV Leoben weiter. Inzwischen traf er für Rapid in 142 Spielen 21 Mal. Robert Berik ist eine Erfolgsgeschichte für die Hütteldorfer, kam im Sommer 2014 für 750.000 Euro vom SK Sturm, erzielte für Rapid 33 Treffer in 49 Auftritten und wechselte für satte 7,5 Millionen Euro zum AS St. Etienne weiter. Weniger erfolgreich gestaltete sich die Verpflichtung von Matej Jelic. Kam für 800.000 Euro aus Žilina, fand sich aber nie zurecht. Erzielte nur 9 Tore in Grün-Weiß und kickt nun bei Slaven Belupo in Kroatien. Im Sommer 2011 wechselte Deni Alla erstmals zum SK Rapid, damals für 800.000 Euro vom SV Kapfenberg. In seiner ersten Saison für Rapid traf Alla 9 Mal, die Spielzeit darauf gar 15 Mal. Seinen Preis noch nicht rechtfertigen konnte Andrija Pavlovic. 1,3 Millionen Euro überwies Rapid für den Serben an Kopenhagen. Wartet noch auf sein erstes Bundesligator und ist oft verletzt. Beton Berisch Ark kam im Sommer 2017 für 1,5 Millionen Euro von Greuther Fürth. Der Norweger ist zwar ein ehrlicher Arbeiter, die hohe Ablösesumme konnte er bis dato aber nicht rechtfertigen. Für Mario Barzina griff Rapid im Jänner 2006 tief in die Tasche. 1,5 Millionen Euro flossen an Ligakonkurrenten GAK. Die Ausbeute der hängenden Spitze, 21 Tore in 83 Partien für Rapid. Heute Co-Trainer von Siroki Brijek. Neu am Hütteldorfer Stürmer thront der Senegalese Ali Ubayi. Rapid bezahlte für den 21-Jährigen kolportierte 1,9 Millionen Euro an Djurgården. Ist er die Lösung für die Stürmerkrise der Rapidler?
Kühlbauer von Baiji überzeugt. Rapid Coach Didi Kühlbauer soll jedenfalls von seinem neuen Angreifer sehr überzeugt sein. Wir wollten unbedingt noch einen Stürmer verpflichten und freuen uns, dass es gelungen ist, erklärte der 47-Jährige, der sich mit Batsch bereits ausgetauscht hat. Ich habe mit dem Trainer schon über meine gewohnte Spielweise gesprochen und es hat ihm gefallen, so der 21-Jährige, Nachsatz. Aber ich werde natürlich das machen, was er von mir verlangt, ob Baiji wirklich für die nötigen Tore sorgen und die hohe Ablösesumme rechtfertigen kann, wird sich zwar erst zeigen. Der neue Rapid-Stürmer brennt jedenfalls schon darauf, sich zu beweisen. Rapid ist der richtige Schritt für mich. Punkt. Ich freue mich schon sehr darauf, das Dress meines neuen Clubs zu tragen. Rapid Wiens Stürmer Rekordtransfers Name abgebender Verein. Ablösesumme: erster Mario Barzinagak 1,5 Millionen Euro, zweiter Veton Barry Scheckreuter Fürth 1,5 Millionen Euro, dritter Andrija Pavlovic SC Kopenhagen 1,3 Millionen Euro, vierter Deni Ala SV Kapfenberg 800.000 Euro, fünfter Matej Jelikums Zilina 800.000 Euro, sechster Robert Berik Turm Graz 750.000 Euro, siebter Marek Pengsagak 730.000 Euro.